Genau. Gut, okay, wir sammeln uns vorne auf dem Weg. Wir rücken vor zu diesem kleinen, zu der kleinen Siedlung und gehen von dort aus dann hoch zum Berg. Wir laufen in Formation, der Jackal fährt in 8 Metern Abstand hinterher. Auf, auf. Roger. Sag mal, haben wir einen Jackal oder einen Trios? Ich höre den nicht. Ja, ich auch nicht. Hast du die... Vielleicht kann man heute auch wieder so schöne Hasenhüte sammeln. Es geht bergab. Hast du die Kupplung getreten und lässt rollen, oder? Nicht, dass ihr wisst. Das wäre eine geile Sache für Arma 3. Kupplung kommen lassen. So wie bei den Take-on-Helikopter das Getriebe kaputt machen, dann die Kupplung beim Auto. Wenn ich ganz nah dran bin, höre ich ihn leise brummen. Da muss man sich aber schon ein bisschen drauf konzentrieren. Das ist wahrscheinlich nur die Klimaanlage. Ja, ich habe letztens was Interessantes gelesen. Wusstet ihr, dass das Budget der US Army zum Klimatisieren der Zelte in Afghanistan das Budget ist höher als das der NASA. Nur für die Klimaanlage. Nur für die Klimaanlage, ja. In die ABC Ausrüstung von dem Leo 2A6. Der hat ja solche Luftfilter. Ja. Da kannst du perfekt eine Palette Kontakt Dosenbier einstellen. Auf 11 Uhr auf dem Berg. 12 o'clock, enemy man, medium range. Ist noch nicht als Feind identifiziert, noch keine Feuerfreigabe. Ich korrigiere Feinde. Ich glaube, es ist Feind. Jackal hat Feuerfreigabe. Bei Sichtkontakt. Neo, du stehst genau vor dem Scharfschützengewehr. Feind sieht neutralisiert aus. Ihre Hubschrauber? Liegt bei 200 Meter. Den Grauzer schalten wir auf H, oder? Genau. Ja. Okay. Ah, jetzt ist es. Sehr schön. Gut, die Häusergruppen hier sichern. Ich erstatte dem HQ Bericht. Der Heim, der Hinfeuerrichtung. Vorsicht. Hubschrauber aus Nord kommt angeflogen. Raketenbeschuss. Den Deckel von der Straße. Taking fire. Ja, das waren ein paar FFRs, würde ich sagen. Hat jemand erwischt? Der Krotos kaputt. Die fliegen nicht mehr mal. Ist der Jackal noch heil? Sieht gut aus. Alle Mann mir folgen zum Hubschrauber. Okay, nicht zum Hubschrauber, der hat sich gerade selbst zerlegt. Blutet jemand? Verletzt? Ja, natürlich. Gestoßen, blaue Flecken. Fährt ein Pickup durch die Stadt. Ist besetzt mit dem G auf der Rückseite. Das ist nicht so gut. Okay, wieder zum Haus. Genau, ich wollte gerade fragen, ist es ein Pickup oder ein Technical? Technical. Schütze ist neutralisiert. Kein Granatwerferfeuer. Die Schützen können wir. Na. Zu spät, schade.
Schuss. Sieht jemand, wo die stehen? Ja, hier im Nordwest. Am Berg. Taking fire! Enemy fire! Enemy fire! Na, ich versuch's laufen. Ich bin direkt da am Haus. Du solltest ein bisschen hier rüberkommen, du guckst in die falsche Richtung. Wir sind von da auch unter Feuer. Ah, ich. Doch, da unten beim Fahrzeug gar nicht. Mann, nein, oben am Berg, im Norden. Ach so, okay. Alle gucken hier runter. Ist da gewundert. Kann mich jemand überall oder muss ich zurück zum Base? Was liegt da? Bist du? Ich bin da beim Haus. Wir können reviven. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Brauchen wir Sunny, oder? Das sieht ziemlich tot aus. Wir haben zwei Sunny. Nee. Probier's mal aus. Also ich bin nicht, glaube ich, komplett noch nicht tot. Also ich bin halb tot. Alter. Also. Jetzt hat mich... Mich hat's erwischt. Ja, ich sehe dich. Armer UA funktioniert nicht mehr und musste beendet werden. Klasse. Und ich habe keine Maus mehr. Jo, danke. So, bleib noch liegen, muss dich nochmal richtig heilen. Oben auf der Strom. Okay, jetzt bist du fit. Ein Kontakt ausgeschaltet. Pass auf, mir ist KI will jetzt davor stören. Schon jemand Pixel? Der Jackal, fahrt ruhig ein Stück vor oder so, dass er oder zurück oder wohl ein besseres Schussfeld hat. User in your channel timed out. Wer übernimmt die Führung für Neo? Naja, ich bin ja gerade schon. Wo ist der Medic? Hier liegt noch einer. Da beim Jackal. Beim Jackal. Okay. Fahrt mit dem Jackal zum LKW und bringt Anja rüber. Okay, ja, ich mach das. Okay. Jetzt rausfahren. Okay. Oh. Und sich. Beschossen. All. Wir werden beschossen von. I'm a Grizz Hero. Hinweg. 6127. I'm a Grizz Hero. 45116. A Grizz Zero 45116. 2. Turn formation. Ja. 7. Form on me. Das war's wohl mit dem LKW. Wo seid ihr denn? Es klang noch schwerer MG in der Stadt. Oh ja. Unten in der Stadt ist ein BMP. Dann alle, die jetzt an der Basis sind, kommt mal zu den Häusern runter, die am Wald sind. Deckung. Ah, ich sehe den jetzt auch. Ist ein Bär, die M2. Okay, wer keinen Raketenwerfer hat, in Deckung bleiben. Der Hubschrauber für unsere Landezone ist kaputt. Und wir klauen uns hier bitte vor. Ich würde sagen, wir klauen uns jetzt auch ein extra LKW. Also wenn man bei... Ich glaube, ich auf 300 Grad. Wenn man bei dem BMP die Reifen zerschießt, dann steigen die Leute aus, die da drin sitzen. Soll ich versuchen mit Granatwerfer drauf? Ja, versuch mal. Links an die Häuserecke. Ich glaube, er trifft hier beim BMP die Reifen zerschießen wird. Auch das klappt. Der hat keine. Na, der schon. Nee, das ist BRDM. Achso, ja, BRDM. Kleine, aber feine Unterschiede. Weißt du was?
Kann ich revived werden oder muss ich in der Basis raus? Du kannst revived werden. Wenn du nicht an der Basis stehst, kannst du revived werden. Grid 046127. Ich glaube, der lebt immer noch. Na, das bringt mit den Granaten mir nichts. Shit. Seven, pull back. Wer fährt gerade den LKW? Ich, Ork. Dann fahr direkt bis zum Dorf durch. Okay. Da steht aber der BRDM noch, ne? Ah, okay, gut. Dann fahre ich bis zum Dorf. Hat irgendjemand noch einen Raketenwerfer hier? Okay. Da ist gerade Besatzung ausgestiegen aus dem Dorf. Von meiner Leiche liegt einer. Ja, das ist super. Das heißt, noch bin ich ja keine Leiche. Während wir fahren, hole ich mir nochmal ein paar Schokobärchen. Also, wir gucken auf der Straße. Rick, mal check. Jetzt haben wir noch Infanterie-Kontakt im Dorf. Ja, doch, wir sollten uns nicht ein bisschen mehr zurückziehen. Wie der Sammeln, wo ist denn? Da unten. Und jetzt kommt auch noch Beschuss von Norden, glaube ich. Ja, noch aus Norden haben wir Infanteriebeschuss. Dann lass uns mal ein bisschen weiter hinten dann sammeln. Wir jetzt nach Südosten zurück. Weil das immerhin so lange frei ist. Kriegt mein Liv zurück zu euch? Fahre ich noch ein Stück. Okay. Ah. Okay, wo ich noch ein Stück von uns. Angriffsgebiet zurückgekommen. Ah, du bist in der Basis? Mhm. Super, vielen Dank. Halt, ich geb dir Deckung. Schnell wieder zurück. Bravo hier, Alpha, komm. Bravo hört. Feuer von unten. Ich bin tot. Was ist denn passiert? Held ist auch down. Ich kann irgendwas aus Nord und Ost. Oh, da kommt richtig was oben aus dem Wald. Oh, ist bald. Was heißt oben aus dem Wald? 300 Grad. Genau 300, wie vorhin. Ich hab keine Sicht, nur Bäume vor mir. Gerade. Dankeschön. So, Nummer 1, noch kurz warten. Rashford, du bist auch schon wieder da? Ja, ich bin gerade angekommen. Jo. Wunderbärchen. Bravo hier, Alpha, komm. Bravo hört. Wir setzen uns jetzt in Bewegung, um euch zur Unterstützung zu kommen. Ausgezeichnet, wir halten nördlich unserer Position, wird von starken Feindkräften gehalten. Leicht gepanzerte Fahrzeuge sind bereits ausgeschaltet, aber wir haben noch mit einigen Infanterieeinheiten zu kämpfen.
Wir haben verstanden. Scruffy, kannst du mal gucken, ob ich verletzt bin? Ist gut. Okay, danke. So, alle sind wieder bei bester Gesundheit. Den Jackal bitte auf den Feldweg verlegen. Moment. Hey. Okay, wir machen jetzt folgendes. 1 bis 6, ausgenommen dem Jackal, folgen mir. Wir gehen ein bisschen nördlich auf den Berg hoch. Der Rest geht quasi genau nach Westen und dann nach Norden hoch. Der Jackal folgt der Straße nach Norden, biegt dann am Waldrand links ran und bewegt sich auf die große Wiese, die in den Wald hineinragt, auf das Feld. Kein Kontakt. Okay. Tschüss. 300. Noch einer. Noch einer. Okay. Alle wissen, was sie zu tun haben? Dann 1 bis 6 habe ich, glaube ich, gesagt, mir nach. Jo. Du läufst gerade in die Richtung, wo die Feinde sind, ne? So gehört sich das drauf. Kreuzer. Bravo hier, Alter. Bravo hört. Wie ist euer Status gerade? Wir nähern uns jetzt im Wald dem mittleren Berg, sind hier aber unter heftigen Feuern. Rücken dennoch weiter vor. Ende. Ach. Wir rücken von Süden auf euch zu. Jackal, halt! Links von uns, im Wald. Beziehungsweise Südosten. Ich hab das mal verloren. Pass auf. Also ihr habt gehört, passt ein bisschen auf, dass hier Alpha nicht umlegt. Aber die tragen keine weißen Hosen. Das sollte man gut sehen können. Bein zieht sich zurück. Offiziell ausgeschaltet. Boah, geht mir dieser Nebel auf die Nerven. Aus Westen immer noch Beschuss. Oh, ich bin getroffen. Ich bin auch getroffen. Wir haben Sammeln. Wir sind ziemlich weit vorne. Jackal ist in Position, steht unten am Feld. Haltet die Stellung und passt auf, dass da keiner langläuft. Okay. Sunny ist unterwegs. Voll, jetzt habe ich überall Schokobällchen auf dem Fußboden.
da. Oh, unser Berg ist gesichert. Oh mein Gott, ich werde entführt. Ja, ich hab dich. Achso, komm cool. Nicht hier ab. Ich bin hinter dir. Okay. Bravo hier also. Bravo hört. Wir können euch jetzt rausholen. Eigentlich müssten wir jetzt alle Gegner erwischt haben. Ende. Jo, danke schön. Ausgelöst. Wiederholen, Bravo. So, bis wieder fit. Eigentlich müssten wir mittlerweile alle Einheiten, alle gegnerischen Einheiten umgelegt haben. Okay, verstanden. Also noch mehr Arbeit auf den Tisch gelegt. Okay, ich würde sagen, wir warten hier. LKWs besteigen. Da wollen noch welche rein, Vorsicht. So, sind alle Mann drin. Dann dem Feldweg folgen bis zum Jackal. Der Jackal kann da vorne an der Wegzweigung mal warten. Okay. LKWs kann auf der rechten Seite parken. Jo, ausgezeichnet. Dann alle Mann absitzen. Außer Jackal. Kann sich bei Olli nochmal ein Medic kümmern? Ich glaube, ich bin verletzt. Jo. User was moved to your channel. Hey, toller Beta-Patch kam gerade. Bist du. Server with many players should run really faster. Und ich hab schon wieder vergessen. Okay, bist wieder fit. Dann ist jo, das vielleicht die Headless Client KI. Ja, das kann sein. Ach, guck euch das mal an, dieser Holzstapel ist in keinster Weise gesichert, das ist doch unfahrlässig. Ups, meine ganze Munition. Vortreten, Animation. Die kommt gleich wieder. So, wir gehen gleich in den Wald rein, und zwar dort, wo die Lichtungen sind. Heißt, zunächst erstmal auf 300 rüber. Dann marschieren wir langsam und mit offenen Augen in den Wald. Sind alle soweit? Jo, positiv. Dann Abmarsch. Der Jackal fährt diesmal vor 10 Meter. Na super. Finde ich eine gute Idee. So, bis jetzt sehe ich nichts außer einen Hasen. Ja, aber das ist auch ein Hasen. Wer oder was schießt? Alpha hat Spaß da drin. Klingt nach M4, M16. Der Hauptwald ist auch eher westlich, auf 240, 260 von uns. Wo? Ich bestätige. Auf 260? Lagerfeuer. Scheint der zu sein. Soll ich dann da reinhalten? Warte ganz kurz. Noch wissen sie nicht, dass wir kommen. Okay, es hängt die Feindflagge. Ja, Jackal darf's abreißen. Hui! Erledigt. Ich höre AK-Feuer. Ja, aus Nordwest. Das ist erstmal Alphas Problem. Wir gucken uns das Camp an. Was für ein Turm ist das beim Zelt? Funkturm. Müssen wir den sprengen oder? Hier sieht man jetzt eine Explosion. Da fliegt ein Heli von uns rum.
Ja, Schaden wird es nicht entsprechen, ne? Ich kümmere mich mal drum. Feuer? Das war HE-Muni oder irgendwas in den Baumwipfel. Entweder das ist der Heli, der hier reinfeuert. Und was Süd. Nee, ist was anderes. Ich höre das EK. Oder ähnliches. Aber hier sind überall. Bravo, hier Airfield. Feindlicher Kontakt südlich ihrer Position. Haben die uns gemeint? Ja, die haben uns gemeint. Ja. Okay, Jacke, rum hier, hoch auf den Berg Richtung Süden. Unser Heli ist da über den und arbeitet. Also der Funkturm ist vermint. Abstand vom Funkturm halten. Freshman, du darfst ihn sprengen nach eigenem Ermessen. Was natürlich bei dir sofort ist. Okay, die sind links unter uns in dem Tal. Der Jackal ist unter Feuer. Kopf ein Stück zurück, Kopf ein Stück zurück. Leute, genau auf Süd. Ne, genau auf 240. Target eliminated. Nicht 140? 240. Was soll das sein? Der Hubschrauber gehört uns. Crack one. Zwei Feinde down. Unser Wald ist auch geklärt, stand da. Nee, das war nicht unser. Nein, das war Polana. Achso. Sollen wir mal Richtung Hubschrauber fahren? Bravo, hier Zuführung kommen. Bravo hört. Bravo, Sie haben den Wald gesichert. Drücken Sie weiter vor und koordinieren Sie Ihren Angriff auf Pavlovo mit Alpha. Kommen. Haben verstanden. Ihre Zugführung Ende. Ja, das war für ein Gerücht, aber. Steht nichts auf der Karte. Aber die Task ist abgeschlossen für alle Gebiete. Dann zwei Freiwillige dürfen die LKWs holen. Ich gehe zurück. Noch ein Freiwilliger? Ja, ich gehe auch halt. Okay, und der Rest mit Jekyll. Erstmal westlich aus dem Wald und dann gehen wir hoch nach Norden. Gut, und wir bewegen uns jetzt hier über die Wiese. Hier haben wir halbwegs Deckung. In Richtung 300. Der Jackal fährt wieder 30 Fuß vor. Oh, Fuß. Ja, wir sind ja Briten. Wenn wir los. Achtung, 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 lieber. Tod. Chork. Ist wer verletzt? Aber wie es dir geht. Nö. Ist gut gepolstert. Ausgezeichnet. Nur leicht angegiftet. Leo? Ja? Ich möchte mich beschweren, du hattest mir Deckung versprochen. Ja, der Jackal stellt gleich deine Grafikeinstellung um, keine Sorge. Mach schon mal Teamviewer an. So, ein bisschen Obacht. Wir kommen jetzt über den Bergrücken. Woher willst du wissen, was der Bauch ist? Freshman, ich hasse dich. Ja, fette Rot auf jeden Fall, ich gerade. Enemy Machine Gun, 12 o'clock, off the club. Bravo, hier angekommen. Bravo, ne? Der FOB ist derzeit markiert und wir werden stark von dem FOB unter Feuer genommen.
Wir rücken drauf vor. Müssten in 3 Minuten Sichtweite sein zum FOB. Verstanden. 120 Meter rechts neben uns. Das ist direkt in der Berggruppe hier. Oh, der ist 100 Meter auf dem Berg. Okay, bleibt noch mal ein Stück zurück mit dem Jackal. Ja, genau deshalb. So ein Piss. Hat er mich doch erwischt. Was? Gemüse oder ganz tot? Mit ZSU war das doch. Gemüse, ich hab ihn erwischt. Komm zurück, komm zurück. Scruffy. Kann man das noch holen? Feinde sind down. Feindliche Truppen auf dem, auf der Wiese. Im Norden. Ich kann Smoke werfen. Sehr gut. Den ersten habe ich. Wo sind meine Schützen? Scruffy, wo ist der zweite? Auf der anderen Seite vom Jackal. Das ist nicht Norden, was sie angeht. Ja, das ist auch. Zieh den auch ein bisschen vom Fahrzeug weg, falls das gesprengt wird. Nehmt nicht den Jackal als Deckung. Hab ich die CSU noch erwischt? Ist down, ist down. Auf 80, ganzer Squad. Ausgeschaltet. So, bleibt noch kurz liegen. Ist noch nicht ganz geheilt. Ja. Okay. Oh, dieses Smoke, wird nicht Smoke geworfen. Okay, gut. Wo ist der zweite? Sorry. Ist geheilt. Ah, ausgezeichnet. Ist war einer bei mir. Der ist hier. Medic! Ich hab's nicht verstanden, Alter. Fight, wo liegt der? Na, hier liegt der Name hier. Ah, oh, okay. Danach werden wir Feuer einstellen. Das ist ein Feind. Den belebe ich nicht wieder. Feind ausgeschaltet. Enemy Machine Gun Front, 100 Meters. Hostile down. Achtung, ich sitze am ersten an einem Bunker hinten. Treffer schon in dem Lager? Nein, Lager. Feuer einstellen, Granatwerfer Feuer einstellen. Neo hat Alpha schon gesagt. Ah, das ist eine gute Idee. Alpha von Bravo, bitte kommen. Nee, Alpha hört. Wir sind schon im Fob. Werfe ihn rauf. Verstanden, wir stürmen gerade ebenfalls hinein. Oh, nicht auf getroffen. Sag denen das mal. Ah, die wissen, dass wir das sind. Ja, die schießen gerade auf euch. Nein, ich glaube, das klang auch eher nach Feindfeuer. Die Schüsse kamen aus der Richtung. Und da war auch vorhin noch ein Gegner-Squad, das haben wir nicht. Ja, die habe ich ausgeschaltet. Alle? Alle ausgeschaltet. Ja, vier oder fünf Stück waren das, ja. Ich ausgeschaltet. Das ist noch ein Grenade, Vorsicht. Ah, sie ist abgeschlossen, schade. Beschuss rein. Welche direkt aus dem Ost? Sind das uns so, oder? Ja, müsste Alpha sein aus der Richtung. Aber wer schießt denn hier? Roter Rauch. Ja, ja. Beim roten Rauch sind unsere Kollegen. Ich kann schon mal in die Zelte gucken, wenn ich möchte. Immer zu zweit. Ihr könnt auch ruhig von der ZU ein bisschen vorkommen. Ach, der Bunker ist sauber. Ich spreng, bleib mal mit dem Jacket. Mit dem Jacket. 11, form on me. Große Munitionslager. Beide Bunker sind sauber. Ich spreng, ja, sieht tot aus. Das Radar. Ich spreng mich dann gleich wieder. Ja, der eine ist auch ausgeschaltet. Ein Hüpfnager, MG-Schütze. Hüpft er bei euch auch? Ja. Deshalb hab ich auch erst nicht geschossen. Ich wusste nicht, ob er tot ist, oder? Soll ich mal einen Saku durchgeben, dass einer unserer Soldaten in einem unsichtbaren Kraftfeld gefangen ist? Hey, ich habe hier Zuschauen. Ich hab's geschafft! Herzlichen Dank an den LKW. Bravo, und Bravo und Alpha haben zurzeit den Auftrag, Umspannwerk und Transformatoren im südlichen Bereich von Zangorsk zu sichern.
koordinieren Sie Ihr weiteres Vorgehen mit Alpha Abkommen. Haben verstanden, Ende. So, jetzt Pixel, komm weg. Was? Hier Zugführung, Lageinformationen an alle Gruppen. Die südliche FOB wurde gesprengt. Der Feind ist stark getroffen. Delta versucht bereits jetzt in Cernambros über Norden einzusichern. Und die feindliche. Ich bin schon die Beine in der Hand. USV-Basis wurde oder wird zurzeit von Echo und Charlie bekämpft. Alle anderen Bereiche wurden durch uns erfolgreich gesäubert und vom Gegner befreit. Jetzt sind die nächsten Aufträge im Bereich von Zernogorsk zu sehen und den Feind endgültig aus dem Bereich um Zernogorsk zu werfen. Hier Zugführung Ende. Ja, hier ist ein Torfer dran. Ja, der gehört zur Einrichtung. Bravo, ja, also Bravo. Falls Tage sind. Bravo, hört. Wir haben die Aufgabe, die Transformatoren zu sichern und haben für diese Aufgabe bereits Punkte vorgelegt. Geht klar, habe ich gesehen, machen wir so. Ja, okay, verstanden. Alle fünf lebende Gegner. Rechts! Ich glaube, ich sind alle an der Boden. 1000 Schalter. Feuer einstellen. Gott, man schön durch. Im Nordosten. Im Waldrand sind sie noch drin. Stopp! Achtung, Rakete aus! Taking fire! Aus Ost! Ja, die am Waldrand beschießen uns auch. Vielleicht mal einen schlimmeren LKW irgendwo. Aber ein bewegliches Ziel ist schwerer zu treffen. Ein Stück vorne kann ich noch was sehen, weil die schießen auch vom Baum. Wow. So habe ich wenigstens was zu tun. Lageinformation der Zugführung. Alpha und Bravo sind im südlichen Teil von Zalangorsk und versuchen bereits jetzt die vom Besitzer angegebenen Güter zu sichern. Achtung, Delta hat es nicht geschafft, im nördlichen Bereich bis Zalangorsk vorzustoßen. Delta und Echo versuchen nun, die von Delta aufgescheuchten feindlichen Kräfte in dem Bereich, wo Delta zuletzt gewesen ist, zu zerschlagen. Charlie besitzt im Moment noch den Auftrag, die EVD-Stellung des Feindes zu vernichten und die Luft, das Airfield unterstützt Echo und Delta im Angriff auf die feindlichen Kräfte. Achtung, lassen Sie bei Angriff auf Zalangorsk äußerste Vorsicht walten. Hier Zugführung Ende. Direkt an der Waldgrenze. Einer ist noch da hinten irgendwo. Jo. Scruffy, wollen wir wieder einen Punkt zu Babel bauen? Jetzt gibt's kein R3F. Doch. Dann ist noch ein Feindlager. Wo der erste Trupp herkam im Wald. Und das auf Bewegung hinter dem LKW. Oh. Ich brauch Sperrfeuer vom Jackal da hinten rein mit dem Granatwerfer. Norden, hinter diesem. Hinter den Jägerstand. Dort sind doch RPG-Soldaten, also ein bisschen Vorsicht. Vor allem Freshman wird noch der Wiese. Also müsste es aussehen. Lade. Lade nach. Wir haben da hinten noch so einen Piratensender, ne?
wusste ja, was du zu tun hast. Dreh ich mal genau zum Lager, wenn es geht, mit dem Jacket. Genau. Feindlicher Scharfschütze ausgeschaltet. Lade. Ich bin jetzt schon am Waldrand da drüben. Passt ein bisschen auf. Meistens ziehen sie sich zurück ins Lager. Neo, pass auf, ich bin links von dir. Hab ich gesehen. Bisschen nach rechts aufpassen, da kamen vorhin welche her. Aus diesen kleinen Fichten. Wir sind gerade alle zum Lager zurückgerannt. Ich habe die Hälfte davon abgefangen. Feuer aus dem Dorf da hinten, auf Nord. Okay, ist das eine Scheune oder was? Hier kann ich, ne? Halb stehen, Jacket. Keine ausgeschaltet. Oh, na, komm. Bravo, hier einfach kommen. Bravo, ja. Wir haben das Transformatorengebiet gesichert und kriegen jetzt weiter in die Stadt rein. Wir sind unter heftigem Feuer im Wald vor südlich der Stadt. Wir kommen aber wahrscheinlich in den nächsten 5 Minuten dazu im Spannberg. Okay, verstanden. Wir übernehmen diesen Spannberg auch als Bauer und versuchen das zu sichern. KPG, zurückziehen. Lade. Ich bin bei deiner Antenne. Mhm. I've got it. PG ausgeschaltet. Im Wald habe ich keinen Sichtkontakt. Ja, an dieser Stelle war dann leider meine Festplatte voll und ich musste erst ein wenig aufräumen. Deswegen nur Bilder. Das ist die Position an der Scheune. Dort wurde Bravo dann aus Norden vom feindlichen Gegenangriff, noch bevor er zum Gegenangriff wurde, beschossen. Dabei haben wir dann auch 50% unserer Munition oder so über die gesamte Mission gesehen, verbraten. Aber den Gegenangriff größtenteils schon gestoppt. Danach ging es dann zurück in die Stadt erst, wo Alpha schon das Umspannwerk gesichert hatte. Dem uns zur Verfügung stehenden Bereich geworfen. Der Mitarbeiter und die Materialien des Auftraggebers wurden ebenfalls gesichert. Richten Sie nun eine Rundumsicherung ein, damit wir nicht von einem Gegenschlag des Feindes überrascht werden. Und gehen Sie der Gruppenaufzählung, also Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, der Reihe nach an die Landezone und lassen Sie sich evakuieren. Die Landezone 1 wird von dem größten Hubschrauber angeflogen. Daher können die Landezone 1 jeweils 2 Gruppen anlaufen. MG-Feuer nur an 140 Grad. Lassen Sie den Abzug der eigenen Kräfte koordiniert aussehen. Hier Zugführung endet. Noch leicht versprengter Teile. Laufen Sie nun die Landezonen an, um die Evakuierung fortzusetzen. Hier Zugführung Ende. Aber ein Segel am rechten. Kurzes Aufzucken.
Wir haben die ja vorher abgefangen. Wir haben die vorher schon abgefangen. Ja. Ey, Mann, das habe ich auch gerade gedacht. Kurz aufzucken. Ah, alle Mann in den LKW, wir fahren zur Landezone 1. Ist der Jackal da hinten? Ah, ich hab's gefunden, Spreisenbein. Am besten als Schütze. Bitte sagen Sie, wenn Sie entladen sind. In mich stecke ich jetzt fest. Ja, ich glaube, ich verletzt. Das war mir klar. Ich komme hier nicht raus. Jetzt muss ich nochmal einsteigen. Nochmal einsteigen und aussteigen. Ja, ich muss aber die Option finden. Freshman, bist du noch im LKW? Jo. Schmeiß ihn mal an, fahr mal genau in die Basis rein. Der eine hüpft hier so komisch auf und ab. Den rammst du da mal bitte voll mit dem LKW raus. Der Rest Abstand halten. Kann er versuchen, besten, oder? Am besten wieder zurück. Nein, nicht voll rein. Einzusteigen? Stimmt, das ist eine bessere Idee. Ich meine, überfallen mit voller Kraft. Mit voller Kraft. Nein. Nein, versuch an, dass er vielleicht einsteigen kann. Ich brauche die Falle. Doch, Finger, ich kann mich nicht auch anlippen. Zurück. Der Rest wieder raus zum Dings. Ja, gut. Du bist mitgeschliffen. Oh nein. Soldaten von Bravo. Ich fang nicht. Oh. Der fangt dich auf! Oh! Mario! Ja. Ich hab auch keine Reweise.